Hallihallo und willkommen zu Road to Glory Episode Numero 45 bereits. Und ja, wir starten mal wieder mit unserem Teamline. Wie immer beginnt das Video natürlich so und es gibt auch ein Neueinkauf dieses Spiel, ob ihr es glaubt oder nicht. Und zwar seht ihr jetzt gleich rechts hinten den werten Herrn. Ah, was haben wir da? Cicinho von Palmeira ist, da seht ihr ihn. 90 Tempo und 4 Sterne Skill Moves. Rechter Verteidiger mit einem unfassbar geilen Schuss. Auf jeden Fall so mit der beste Rechtsverteidiger, den ich bisher gespielt habe. Macht richtig Spaß, mit dem zu schießen, zu skillen. Und vor allem steht er auch recht gut in der Defensive. 22.000 Münzen ist schon ein ordentlicher Batzen für einen Silberspieler, aber es lohnt sich auf jeden Fall in meinen Augen. Und dadurch steht unser Team jetzt schon so weit ganz schön gut da und wir kommen unseren ersten Gegner, der baut sich hier ein Italien-Team auf, hatte noch zwei Bronzespieler, aber das denke ich wird er auch dann in nächster Zeit hinkriegen. Links halt Zarate, ein bisschen seltsam im linken Mittelfeld, aber gut. Und zwar heute mein Thema sollte sein, wer es gestern mitbekommen hat, das Infovideo, was sich hoffentlich alle angeguckt haben, ist ja, dass ich Zero to Hero nicht mehr weitermachen kann und also nicht so, wie es vorher war auf dem Account und so. Aber halt vorschlagen würde, dass wir, weil ich es eh etwas als etwas langweilig empfand, dass wir eine neue Serie starten. Und ich habe auch richtig geile Vorschläge bekommen. Und werde aber das Ganze jetzt so einführen, dass ich habe auf Facebook eine Umfrage gestartet. Zurzeit läuft die noch und ich werde dann einfach heute nach dem Video, wenn es hochgeladen ist, bitte ich euch jetzt einmal in die Beschreibung gleich zu gucken und dort die Facebook-Umfrage einfach abzustimmen, für welche der beiden Serien ihr seid. Ich stelle mal kurz vor, das eine wäre ein Pack to Glory quasi. Ich werde mir die 160, 70, 80.000 Münzen, die ich habe auf dem Zero to Hero Account, auf einen anderen Account rüber tun und dann einfach ein neues Team anfangen, mit dem ich dann latte. Mit dem ich dann quasi einfach immer Packs kaufen werde und mir dann ein Team nur aus diesen Packs zusammenstellen werde. Immer also Packs ziehen und dann spiele ich mit allen Spielern, die ich in diesem Team habe. Und ja, mal sehen, ob wir irgendwann annähernd an eine ordentliche Chemie reinkommen. Das wäre also die erste Idee. Die zweite wäre eine Idee, die hat mir einer geschickt. Da macht ein Amerikaner und Engländer, so, der ist FIFA Tipps HD, wenn ihr ihn kennt. Und zwar sieht es so aus, ich gebe mir jedes Spiel, jedes Mal, bilde mir erstmal einen Squad aus Spielern. Und zwar sieht es so aus, dass ich mir ein Maximalgebot an Sofortkaufpreis reinmache, sagen wir 2000 pro Spieler. Dann gebe ich Stürmer ein und die Formation, die ich habe, und nehme dann den allerersten Spieler, der dann aufpoppt auf der Seite, muss ich dann kaufen, egal ob Silber, Bronze, Gold, Inform, was auch immer, den muss ich kaufen und so wird dann unser 11-Mann-Squad aussehen, genau aus diesen Spielern zusammengekauft, für jede Position immer der erste für das Maximalgebot, was ich eingegeben habe. Und das wäre also die zweite Idee, dann würde ich auf jeden Fall viele neue Spieler kennenlernen, ihr werdet es ja auch mal, also würde ich ja quasi antesten. Das wären erstmal so die zwei Grundideen, die ich jetzt habe und die ihr bei Facebook drüber abstimmen könnt. Und ansonsten weiß ich, dass ein paar gern dieses Stealing and Dealing sehen würden von Mr. Nobots, falls ihr den kennt, auch so ein Ami oder halt englischsprachiger Kommentator. Und zwar geht es darum bei Nobots, dass man quasi ein Bronze-Team hat, gegen ein Gegner-Team spielt und der beste Spieler im Team, also mit der höchsten Bewertung, ist der Hauptpreis und der schlechteste Spieler ist der Verliererpreis. Und sollte ich gewinnen, muss ich dann quasi den besten Spieler aus dem anderen Team kaufen und in mein Team einfügen. Sollte ich verlieren, muss ich halt den schlechtesten Spieler kaufen und in mein Team einführen. Die Idee ist schon ziemlich nice auf jeden Fall, aber das werde ich mir, denke ich mal, dann erstmal noch aufheben und werde das Ganze entweder irgendwann mal einführen, wenn ich Lust drauf habe, oder erst in FIFA 13 auf jeden Fall bringen. Also sowas in der Art würde ich auf jeden Fall gerne mal machen. Aber jetzt erstmal würde ich es gerne bei diesen zwei Ideen mit dem Pack to Glory oder mit dem, also immer mit Packs ziehen oder mit dem ersten Spieler der Seite kaufen. Und deswegen, also bitte mal kurz alle auf Facebook gehen und abstimmen, wenn ihr mitentscheiden wollt. Ansonsten seid ihr halt nicht aktiv dabei. Und gut, ich habe jetzt hier gleich noch 5 Minuten zu kommentieren und muss in 10 Minuten beim Friseur sein. Das wird gleich eine schöne Hetze. Wir haben das erste Spiel 2-1 gewonnen und kommen jetzt hier gegen den zweiten Gegner mit einem ziemlich guten Team. Muss ich ja an dem
an der Stelle einfach mal sagen. Und zwar hat er ein Brasilien-Team Silber, Gold. Hinten die zwei Riesenverteidiger, Kanu und Manuel, so riesig, weil sie richtig gut sind. Links dann noch Márcio Azevedo, davor Wellington Silva, Maikuzel, Wallison, Willian. Den rechten Mittelfeldspieler fällt mir der Name nicht ein. Hinten Ney, im Tor dann noch Fabio, glaube ich. Und im Sturm noch Fernandinho. Also ein richtig solides Brasilien-Team. Er steht ja noch sein B-Team, also möchte ich gar nicht wissen, wie sein A-Team aussieht. Aber allerdings haben wir dann hier nach 16, 17 Minuten die erste Chance und El Char lässt sich das natürlich nicht nehmen. 1:0 und ich war schon ziemlich froh, dass ich gegen so ein Team in Führung gehen könnte, denn diesem Team einen Rückstand hinterher zu laufen, das wäre wohl nicht gut ausgegangen für mich, bin ich ganz ehrlich, denn obwohl ich etwas verwundert war, dass der Team 0 geskillt hat, wirklich gar nicht. Da frage ich mich, wieso macht man sich denn so ein Team? Ich meine, es ist schon recht schnell, klar. Aber für den Preis kann man sich Brasilien-Teams machen, die sind gefühlt doppelt so schnell und können dann halt weniger skillen. Aber naja, muss jeder für sich entscheiden, mit was er spielen will. Aber wenn man nur auf Pace aus ist, sollte man sich vielleicht nicht so ein teures Team machen, was halt so viel Skill hat. So meine Meinung. Und wir gehen auch 2:0 direkt in Führung. Ich habe gesehen, ungeschnittene Szene. 2 Minuten später, 3 Minuten später. Hier habe ich kurz auf Abseits. Dachte ich kurz Abseits. Schieß einfach trotzdem. Tor zählt. 2:0 für FFM United. Dann er im Angriff verliert den Ball. Dann ist es wieder Ribeiro, der sich hier durchsetzen kann. Dann den Klasseball rüberspielt auf Elshar. Der ist alleine aufs Tor. Also läuft alleine aufs Tor zu und lässt sich dieses Tor natürlich nicht nehmen. Es steht 3:0 bereits nach 38 Minuten. So einseitig hätte ich dieses Spiel nie und nimmer, also ich hätte nie gedacht, dass es so einseitig sein könnte jemals. Ihr habt wie gesehen, jetzt fängt er aber noch ein bisschen zu skillen, aber nichts Weltbewegendes. Und dann wird es ein bisschen glücklich für ihn, denn Maikuzuel tankt sich durch, bringt den Ball rein und jetzt, ja. Wird der Ball irgendwie 3, 4 Mal abgebremst? Hier, das macht er klasse. Wird geblockt, bekommt den Ball wieder, bringt ihn rein, wird geblockt, bekommt ihn, wird geblockt und im Fallen macht er irgendwie das 3:1. Also wirklich ziemlich dämlicher Treffer für mich. Also muss auf jeden Fall nicht sein, dass dieser Ball hineingeht. Unnötig wird die Spannung quasi nochmal aufgebaut, kurz vor der Pause. Und nach der Pause wird es dann richtig schwer, denn erstmal ist es hier Elchar. Raus auf Moraes und der zieht ab. 4:2 Führungstreffer in der 61. Minute. Das sollte doch eigentlich die Entscheidung sein, meine Freunde. Aber so ist das sie wirklich? Ist das wirklich die Entscheidung, ein 4:2 gegen so ein starkes Team? Ah, ein 4:1 merke ich gerade. Ist das wirklich die Entscheidung? Ich sage euch ganz ehrlich, jetzt setzt erstmal Elshar einen drauf und knallt das Ding aus der Distanz gegen den Pfosten und Ribeiro haut ihn übers leere Tor. Herrlich, diese Pfosten- und Lattentreffer immer, immer wieder ein Traum. Denn tatsächlich ist es danach nochmal Ribeiro, setzt sich durch und scheitert am Keeper. Hat natürlich jetzt wirklich die endgültige Entscheidung auf dem Fuß. Jovetic, jetzt fängt er richtig an. Also, den Advanced Rainbow Flick, dann den McGeady Spin. Was kann er machen? Oh, da fehlen auch nur ein paar Meter. Also nicht wirklich, fehlt vielleicht 1 Meter nach außen. Stattdessen fängt er dann an, richtig lustig zu werden und setzt sich hier mit Wellington durch, bringt den Ball in die Mitte und in der Mitte gewinnt sein Wallison. Nein, nee, sein Wellington Silva, das Kopfballduell. 4:2, es wird hier wirklich nochmal richtig spannend, denn er hat dann richtig Druck gemacht, ist natürlich klar. 87. Minute, Maikuzuel Howard und der Nachschuss ist auch nicht drin. Oder doch? Nein, er ist, oh, da fehlen nur ein paar Zentimeter, dann hätte es mal richtig sehr schlimm werden können. Stattdessen haben wir einen Abstoß und Elcha gewinnt das Kopfballduell nicht, sondern Wallison. Und der schickt nochmal Wellington. Auch hier hätte ich auf Abseits plädiert. Aber der setzt sich durch und zieht zum 4:3 ab. Das ist ja richtig bitter. 90. Minute. 90. Minute. Das kannst du doch meinem Herzen nicht antun, dass es jetzt 4:3 nur noch steht. Aber ich habe nicht hinten rum gespielt, das wäre irgendwie dumm. Und jetzt aufgepasst. Er schickt tatsächlich Wallison. Wallison gegen Boyata. Der hat nicht das Pace und Wine. Aber er paut die Grätsche im allerletzten Moment raus. Er hat noch die zweite Chance. Maikuzel. Was macht er jetzt? Maikuzel! Und wieder ist es Boyata, der mir jetzt hier am Ende den Arsch rettet. Das war's dann auch schon wieder. 4:3 gewinnen wir dieses Spiel hier. Und ich würde natürlich freuen, wenn ihr das Video kommentiert und bewertet. Bitte auf Facebook geht und eure Stimme abgebt. Und ansonsten hören wir uns im nächsten Video wieder. Und ich würde sagen, bis dahin, Leute.